Wir freuen uns, dass wir an einem Samstagnachmittag, etwas ungewöhnlich für Comgen Online-Vorträge, aber ich denke, es ist gerechtfertigt, weil wir heute ein sehr umfangreiches Programm vor uns haben. Es gibt einen Workshop, den uns Willi Martin Jäger angeboten hat. Und zwar geht es um ein Softwareprogramm diesmal. Und wir sind gespannt, was man damit alles machen kann. Und da kriegt man bestimmt eine ganze Menge zu hören jetzt. Lieber Willi Martin, du kannst anfangen. Ich darf mich kurz vorstellen. Den Namen kennt er ja schon. Ich bin der Vorsitzende vom Arbeitskreis Familien- und Ahnenforschung in Geisingen-Ansteige und möchte gleich mal betonen, ich bin unabhängiger Anwender des Programmes Legacy 9.0. Also wir können jetzt Dauerwerbesendung einschicken, aber einblenden, aber ich verdiene da nichts dabei. Ja? Ich verkaufe das Programm auch nicht. Ich berate jeden, der was wissen will darüber, sehr gerne, weil ich schon seit 10 Jahren oder über 10 Jahren mit dem Programm arbeite. Bin ursprünglich als Softwareberater unterwegs gewesen, habe SAP-Beratung gemacht und gehe an Programme etwas anders ran wie ein normaler Anwender. Bei mir heißt es eben erstmal schauen, was dahinter steckt und dann arbeite ich damit. Normalerweise fängt jeder an und sagt, ah, ich lege mal eine neue Datei an, ja, und mit einer leeren Datei beginnen mit dem, was ich weiß, ja. Dann kriegt er diesen Bildschirm und dann fängt er an, seine Daten einzugeben. Ich persönlich arbeite etwas anderes. Ja, ich lege mir eine leere Datei an und fange dann an. Jetzt hole ich mir aber wieder eine volle her, damit ich euch das zeigen kann. Und fange dann an. Und sage, was kann das Programm alles? Was kann ich denn alles einstellen? Ja? Was muss ich alles einstellen, um ordentlich damit zu arbeiten? Und das finden wir hier bei Legacy unter Optionen. Und da gibt es hier das Zahnrad anpassen. Da drauf geht, kriegt man eine unheimliche Menge an Optionen, die eingestellt werden können. Und genau das ist das Erste, was ich immer durchgehe, damit ich das Programm auch einigermaßen verstehe. Wir haben globale Optionen, das kann ich euch gleich sagen, globale Optionen. Die gelten für alle Familiendateien, die ihr auch bei Legacy anlegt. Und dann gibt es darunter noch, mal schauen, nur Optionen, die einer Familiendatei angehören, die müsst ihr jedes Mal für jede Familiendatei explizit anlegen. Also ihr könnt eine Familiendatei anlegen, wo die das Family Search integriert habt oder die das Family Search nicht integriert habt. Ich möchte jetzt nicht alle Optionen durchgehen, weil da sind wir einen halben Tag unterwegs. Ja. Wichtig ist, dass ihr euch die mal durchschaut und das mal anschaut, was da alles möglich ist. Ich gehe auf ein paar ganz bestimmte ein, die wir machen müssen, damit Legacy auch im deutschen Format einigermaßen funktioniert. Ihr könnt Anfangsbuchstaben groß setzen, würde ich alles nicht machen. Ich sage immer, meine Eingabe nehmen und dann nichts ändern. Ja. Die Datenstandards, wie will ich arbeiten, will ich den Cursor am Anfang gesetzt haben und so. Geht es einfach für euch mal durch. Ihr könnt da selber entscheiden, was ihr machen wollt. Wichtig ist, dass er die Datumsangaben richtig stellt. Und das ist unheimlich wichtig, weil Legacy Multifunktionsdatumsangaben hat. Ja. Man kann auch von bis Datum eingeben. Und da ist es wichtig, dass man das richtig setzt. Unter 5.1 haben wir das Format, wie das Datum angezeigt wird. Das ist immer, wie es angezeigt wird. Diese Funktion stelle ich öfters mal um. Nämlich von dem 21. November in der Darstellung auf die Darstellung 1953, November 21. Und das mache ich immer, wenn ich irgendwelche Listen generieren will, damit ich nach Datum dann auch sortieren kann, wenn ich die Liste in Excel reinziehe. Sonst kann ich nach Datum nicht sortieren, weil man weiß ja, Excel
vor 1900 gibt es bei Excel kein Datum. Dann ist wichtig, wo lege ich meine Daten ab? Ihr seht jetzt, ich habe meine Daten auf dem Laufwerk L. Das Laufwerk L ist bei mir ein externes Laufwerk, das ich auch mit zu uns ins Archiv nehme und dort am Rechner genau wieder auch unter dem Namen, Laufwerksnamen L auf dieses Laufwerk zugreife. So habe ich, egal wo ich bin und an welchen Rechner ich gehe, immer diesen Laufwerksbuchstaben für L, für Legacy, und das mache ich an jedem Rechner, wo ich arbeite. Also ich habe die Daten immer auf der externen Platte. Da gibt es einen Ordner, wo die Familiendateien steht, und dann gibt es den Bilderordner, wo die Bilder drunter sind, und die temporären Dateien, die sich erzeugen, die sind weniger wichtig, aber ich habe sie auch auf dem Laufwerk L. Das ist die Einstellung, die ich dann auch an jedem Computer mache, dass ich mein Laufwerk immer als L bezeichne. Bezüglich Quellen gibt es verschiedene Mittel, Quellen anzulegen, und da arbeite ich grundsätzlich mit dem Standardsystem. Mittels Quellenassistent, das machen die Amerikaner gerne, das braucht man eigentlich gar nicht. Ja, die haben da so Standardquellen hinterlegt, wo man dann Quellenassistent neue erzeugen kann. Vergesst es, braucht er nicht. Ja. Wie die Quellen auszusehen haben, kann man hier einstellen, die Quellenzitate in die Berichte einfügen, Quellendetails und das ganze Zeug. Geht's für euch durch? Wichtig ist, dass ihr euch für etwas entscheidet und das auch durchzieht. Wir haben hier die Möglichkeit abzuspeichern. Unter Optionen für Standardwerte könnt ihr sagen, alle aktuellen Einstellungen als Benutzerstandard speichern. Dann wird die Einstellung, die ihr gemacht habt, auch abgespeichert. Komplett. Und wenn ihr eine neue Familiendatei bekommt irgendwoher, geht er her und sagt, alle Einstellungen auf Benutzerstandard zurücksetzen, dann holt er nämlich genau eure Einstellungen her und ihr könnt mit der neuen Datei, die ihr irgendwo herbekommen habt, genau mit eurer Oberflächeneinstellung arbeiten. Das ist das Wichtige daran, ja? Dass man das, was man sich eingestellt hat, einmal als alle aktuellen Einstellungen abspeichert und dann auch sich den, wenn die neue Datei kommt, wieder herholt. Also wenn ich irgendwo eine Datei herkriege, ich habe neulich mal eine Datei bekommen, habe ich sofort meine Einstellungen draufgesetzt, damit ich weiß, wo ich hinlangen muss. Ihr seht nachher, man kann an der Oberfläche unheimlich viel ändern. Ansichteneinstellungen, was will ich alles machen? Schaut euch an. Farben, da könnt ihr spielen, Schriftarten könnt ihr spielen. Es ist alles nicht weltbewegendes. Das braucht ihr überhaupt nicht. Die alternativen Programme, die lasst ihr mal außer Acht. Und hier sind die wichtigen Felder eigentlich nur, dass ihr eure nur leere Benutzer-IDs füllt. Ja? Das ist wichtig, damit man ein sauberes Arbeiten hat. Es gibt ab und zu mal irgendeinen, der dann eine Benutzer-ID überschreibt und dann kracht es irgendwo. Und keiner weiß so richtig, warum. Gut, das zu den Einstellungen. Also geht wirklich eure Einstellungen durch, was da alles dahinter liegt. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe jetzt absichtlich diese Seite, das ist nämlich die erste Reihe drauf dem Hauptbildschirm, Legacy Home. Ihr seht, Version 167 war die erste deutsche im 9.0. Und momentan ist man bei 384. Wer wissen will, ob dieses Programm laufend auch gewartet wird, der hat die Möglichkeit, einfach mal hier rechts den Revisionsablauf aufzumachen. Und siehe da, es geht ein Bildschirm auf und dann werden alle Änderungen, die am Programm und wann sie durchgeführt hatten, angezeigt. Ja? Da hat man also den Überblick, dass an diesem Programm auch gearbeitet wird. Es ist nämlich sehr wichtig, ich habe auf der anderen Seite auch noch die aktuelle Beta-Version 9.0 als Testversion bei mir. Und da sehe ich, wo sie jetzt momentan stehen und was sie momentan an Änderungen machen. Ja, ich gebe ab und zu mal Tipps, was sie zu ändern haben. Das war das Thema Einstellung. Also das ist von meiner Seite aus das Wichtigste, dass man sich das System irgendwann erstmal anschaut.
Die Spielereien, Registerstil, Registerfarbe, Startfamilie setzen, also das könnt ihr die Familie setzen, mit der ihr immer beginnen wollt. Alarmeinstellungen, wer lange bei nachts arbeitet, stellt seinen Alarm einmal, ja, damit er weiß, wann auch mal Pause sein muss. Dann meldet sich das System auch. Verfasser bearbeiten braucht er, wenn er den GetCom-Datei mal Duplikate überprüfen. Brauchen wir jetzt gar nicht ansprechen. Ich gehe jetzt einfach weiter auf meine Symbolleiste. Das ist die Symbolleiste, die ich grundsätzlich beim Start des Programmes habe. Und ihr seht, die ist ganz schön voll und die hat da vorne links mein Vereinssymbol. Die Symbolleiste lässt sich anpassen, indem ihr hier rechts unten an der Symbolleiste auf das Dreieck geht und dann geht der Auswahlbildschirm an von verschiedenen Programmen. Da habe ich die Funktionen, die ich immer brauche, mir in die Leiste gelegt. Das ist ganz einfach, man geht her, schnappt sich das Symbol hier und schiebt es nach oben, wo man es hinhaben will und da bleibt es stehen. Wenn man eins entfernen will, das muss ich dazu sagen, dann muss ich das auch wieder genau dahin setzen, wo es da unten war, dann ist es weg oben. Also die Leiste ist wichtig. Wie kriege ich da den AFAG e.V. rein? Es ist möglich, 4 eigene benutzerdefinierte Icons zu generieren, wo ich dann eine Funktion dahinter setze, indem ich eben hier unsere Homepage mit reingemacht habe, dass wenn ich am Telefon sitze und jemand etwas wissen will, dass ich schnell auch auf unsere Homepage komme. Da brauche ich gar nicht aufs Menü unten gehen oder auf den Desktop, sondern ich mache es vom Programm aus. Gut, das zur Symbolleiste. Alle anderen Bereiche, Internet, Suchen, die sind starr, die lassen sich nicht ändern. Nur diese meine Symbolleiste. Und die habe ich auch standardmäßig in den Anpassungen eingestellt, dass immer mit der Symbolleiste geöffnet wird. Ich kann dann auch in der Anpassung einstellen, welche Hauptbildschirmseite angezeigt wird. Bei mir ist es standardmäßig immer die Familie. Die kommt bei mir immer so. Und derjenige, der sich in den württembergischen Familienregistern auskennt, der erkennt sofort, dass der Bildschirm aussieht wie ein württembergisches Familienregister, wo Eltern und Kinder auf einem Platz sind und die Großeltern auch noch dabei stehen. Wie beginne ich mit Arbeiten? Bevor ich eine Person anlege, habe ich eine Quelle. Und genau das ist auch meine Arbeitsweise. Wenn ich eine Quelle bekomme, lege ich eine Quelle erst an. So, bevor ich irgendwelche Daten aus der Quelle bearbeite, lege ich meine Quellen an. Und ihr seht, ich habe einige Quellen. Und ihr seht, es gibt sehr viele Kirchenbücher, Familienregister, Akten aus dem Staatsarchiv. Da das jetzt die Datei von Gussenstadt ist, habe ich natürlich alle Kirchenbücher der Nummer nach genau drin. Und habe die als Quelle angelegt und wenn ich die Quelle angelegt habe, dann beginne ich zu arbeiten. Weil die Quelle an sich benötige ich. Und ihr seht, ich habe auch Kirchenbücher bis 2003. Wenn ich mal auf so eine Quelle gehe, ich gehe mal auf eine ganz bestimmte, die hat nicht jeder. Ich habe den Viehbestand von Gussenstadt 1622. Ja. Die kommt aus dem Landesarchiv, man sieht es hier unten, die URL. Das ist die Beschreibung, dann gibt es den Lagert, Landesarchiv und ein Medium dazu. Ich kann zu Quelle direkt das Medium anlegen. Also wenn ich ein Buch habe und das digital habe, dann lege ich das mit an. Wenn ich drauf drücke, beim gesamten Buch erscheint ein blaues Feld. Wenn ich dieses blaue Feld öffne, dann öffnet sich das Digitalisat bei mir. Das sind 20 Seiten. Mit der Viehzählungsliste von Gussenstadt, wo der Name des Bauern mit der Anzahl seines Viehes hat, drin ist. Und diese habe ich in die Datei mit eingearbeitet. Das ist die Grundquelle. Jetzt haben wir natürlich Details aus der Quelle, die ich direkt der Person zuordne. Ja, wenn ich dann eine Person anlege, jetzt suche ich mir einfach mal,
wer ist denn da alles zugeordnet? Erzeuge mir die Suchliste, neue Suchliste anzeigen. Mach das zu, schließe das auch, dann kriege ich die Suchliste. Und da sind jetzt alle aufgeführt, nämlich 92 Personen, die in dieser Liste auch drin sind. Und kann jetzt sagen, was hat der gute Herr Meurer, den ich hier erfasst habe, im Viehbestand drin. Und kann jetzt, wenn ich die Seite separiert habe, ja, wenn ich also aus den 20 Gesamtseiten Einzelseiten gemacht habe, könnte ich jetzt hier als Quelle die Einzelseite mit einbinden. Das habe ich hier unterlassen. Ich habe aber als Quelle beim Viehbestand, gut, da habe ich jetzt keine Detailseite eingegeben, weil ich die Komplettquelle dabei habe. Aber hier seht ihr, Ortsgeschichte Gussenstadt, bei Seite 80 wäre der Wohnort verzeichnet. Also ich mache immer grundsätzlich die Quelle, damit ich diese Quelle auch gleich bearbeiten kann. Das ist der Erfassungsbildschirm einer Person. Ich sage immer, ich brauche für eine Person eigentlich nur zwei feste Felder. Das ist einmal das Geburtsdatum und einmal das Sterbedatum. Alles andere ist eigentlich für jede Person flexibel. Er kann getauft sein, er muss nicht getauft sein, er kann bestattet sein, er muss nicht bestattet sein. Es gibt viele Kriegstote, die nicht bestattet sind. Ja, also das Bestattungsdatum ist kein fester Bestandteil, der jeder Person, die es gibt, auch zugeordnet werden muss oder kann. Beruf. Genauso, wenn ich ein Programm sehe, wo nur ein Feld Beruf ist, geht nicht. Ich kann hier x Berufe zuordnen, indem ich einfach ein neues Ereignis aufmache, mir die vielen Ereignisse, die dahinter stehen, aufmache, sage Beruf auswählen und dann weiß ich, aha, der gute Mann war von Beruf Bauer in Gussenstadt. Und wo habe ich das her? Aus welcher Quelle? Die ordne ich zu, Hauptquelle zitieren. Ich weiß, ich habe ihn gefunden in der Viehbestandsliste. Das ist nämlich meine Quelle. Auswählen. Und wenn ich jetzt noch die Seitendetail, den habe ich jetzt nicht im Kopf, 30 habe, ja, irgendwie, dann schreibe ich die da rein. Und so habe ich das zugeordnet. Wenn ich das hintendrein erst machen muss, die Quelle zuordnen, dann ist es wesentlich aufwendiger. Ich darf jetzt in der Datei rumspielen, es ist ein Duplikat. Ihr seht, er hat einen Wohnort, das ist das Haus 103 in Gussenstadt. Das habe ich, und jetzt kommen wir auf die Orte, mit der Ortsverwaltung. Wir haben die Quelle angelegt, jetzt haben wir einen Ort. Wie lege ich Orte an? Orte kann ich anlegen, wie ich will. Ich kann jetzt hier sagen, er ist bestattet in Hussenhofen. Ja? Wenn ich das reinschreibe, gibt es den Ort in der Datenbank. Den kann ich immer wieder benutzen. Es ist jedem überlassen, wie er seine Orte anlegt. Ich habe ein kleines System entwickelt, wie ich meine Orte anlege. Ich habe festgestellt, dass die amerikanische Art, Orte zu definieren, mit Ort, County, Staat und dann der USA als Land, für Deutschland nicht funktioniert. Das mag jeder sagen, ich mache das auch so, ich mache das auch in Deutschland so. Dann muss ich sagen, es geht nicht. Ich habe noch kein Programm gefunden und ich habe 14 Stück auf dem Rechner, wo ich eine ordentliche Ortsverwaltung habe. Warum kann ich einen Ort nicht so benennen in Deutschland? Ganz einfach, weil wir innerhalb, und das kann ich euch zeigen, innerhalb von ein paar Jahrhunderten, gehe ich mal rein, den Ort unheimlich oft die Struktur gewechselt hat. Ja? Der Ort Gussenstadt hat 1474 bis 1482 zum Klosteramt Arnhausen gehört, das damals in Bayern lag. 1521 bis 1536
war Gussenstadt, das Klosteramt Einhausen, bei der Reichsstadt Ulm. Ulm hatte als Reichsstadt ein eigenes Landgebiet. Von 1536 bis 1803 war Gussenstadt Stabsort, das nennt man heute Kreisstadt, ja, das Klosteramt Einhausen im Herzogtum Württemberg. Und so geht es durch bis geht hin. Und wenn dann einer sagt, und jetzt mache ich auch noch die Häuser dazu, dann kann ich ihm sagen, da scheitert er zumindest bei uns in Württemberg gewaltig. Weil es gibt Orte, die haben drei Herrschaften. So auch Gussenstadt. Ja. Gussenstadt hat für eine Zeit lang ein paar Häuser nicht zum Klosteramt Einhausen gehört, sondern zum Klosteramt Königsbronn. Und das lag in der Zeit dann nicht auf dem reichsstädtischen Gebiet Ulm, sondern auf dem Gebiet Württemberg. Also ein völliges Durcheinander. Deshalb gehe ich immer her, ich habe einen Ort und den mache ich eindeutig. Und wie kann ich einen Ort eindeutig machen? Indem ich mit Breitengrad, Längengrad dann auch eingebe und ihn fixiere. Es gab vor einiger Zeit noch eine Karte bei Legacy, die ist weggefallen. Ob sie wiederkommt, kann ich nicht sagen. Sie basteln immer wieder daran rum, aber momentan ist sie nicht mehr vorhanden. Und wenn ich den Ort verifiziert habe, dann setze ich auch den Haken. So, und jetzt habe ich einen eindeutigen Ort. Jetzt habt ihr aber gesehen, dass ich trotzdem hier hinten immer auch noch gewisse Bezeichnungen reingeschrieben habe. Und das liegt daran, da ich bei mir im Ortsfamilienbuch alle Orte dementsprechend aufgeführt habe und die in eckigen Klammern gesetzten, hier Holzheim und Kleineislingen, immer die evangelischen Kirchenbücher mit angezeigt habe. Damit ich weiß, das ist ein katholischer Ort, seine evangelischen Bürger waren in Holzheim und Kleineislingen. Bei uns ist der Großteil evangelisch, aber es gibt doch ein paar katholische Orte, wo dann evangelische Bürger auch waren. Ich habe dann bei Orten, die nicht in Baden-Württemberg sind, dann immer noch auch das Bundesland dazu geschrieben. Aber nicht mit Komma getrennt, sonst verfällt er beim Transport, nehme ich wieder in die Sache rein, Ort, Kreis, Land. Ja. Also immer das Komma, das ist auch im GETCOM-Transport dann ein Trennzeichen. Und deshalb mache ich kein Komma, sondern nehme ein anderes Zeichen, sodass er das als Gesamtes erkennt. Es gibt immer nur in den amerikanischen die Kommas. Ihr seid hier in Deutschland, Gottes Zeil, ist eigentlich ein paar Häuser bei Gmünd. Ja. Gottes Zeil war Irrenanstalt. Ja. Also das gehört zu Gmünd. Und da verwende ich grundsätzlich die Ortsbezeichnungen und die Zuordnungen aus dem württembergischen Ortsregister von 1900. Da sind die ganzen Eingemeindungen noch nicht durchgegangen und was da so. Da waren die Orte wirklich noch für sich und waren auch die Verwaltungseinheiten noch vorher über Jahrhunderte gleich. Es gibt zwei wenige Orte bei uns in der Gegend, die den Namen vorher geändert hatten. Das ist Ganzlosen. Ja, das hieß ab 1842 dann Auendorf. So. Und wenn ich jetzt dann Eintragungen sehe, die 1600 geschehen sind, und da steht Auendorf, dann stimmt es einfach nicht. Ja. Da muss ich einfach sagen, das war Ganzlosen und in der Zeit ist es Ganzlosen geblieben. Ja. Also wenn einer in Bremen oben die Kirchenbücher bei uns durchschaut und liest dann den Ort Ganzlosen, dann wird sie nie auf Auendorf kommen. Ja. Erst ab 1842 und dann hat sie zweierlei Orte und ist es doch derselbe Ort. Ja. Also die Verwaltung gibt es noch in keinem Programm, dass das sauber dargestellt werden kann. Die Ortsverwaltung gehört eigentlich aufs Datum aufgesetzt, aber da habe ich noch keinen Programmierer gesehen, der das ordentlich aufs Datum aufstellt, dass wenn ich ein Taufdatum eingebe und den Ort angebe, dass er dann auch die richtige Ortsbezeichnung macht. Das schafft auch Legacy nicht, ja. Deshalb eine eindeutige Ortsbezeichnung durchführen. So, wenn man sich
das so anschaut, ist es eigentlich ganz einfach, Legacy zu bedienen. Man hat wenig Felder, wenn man dann ein Feld braucht, kann man sich auch ein neues generieren. Ja? Das, was hier nicht vorhanden ist, kann man sich auch generieren. Hier ist recht viel vorhanden, ja, aber ich habe mir zum Beispiel auch aus gutem Recht heraus, gehen wir mal auf meinen Urgroßvater, kein kirchliches Hochzeitsdatum angibt, habe ich mir ein Feld generiert, kirchliche Hochzeit. Und damit ist es für mich kein Problem mehr. Ja. Also ich habe eine standesamtliche Hochzeit, ich habe eine kirchliche Hochzeit. Und wenn ich vor 1876 bin, dann habe ich ja eigentlich nur kirchliche Hochzeiten, zumindest bei uns in Württemberg, dann kann ich immer noch sagen, okay, das war im Status, war das eine kirchliche Hochzeit, ja. Wobei der Status eigentlich dazu da ist, zu sagen, wenn jemand geschieden wurde oder wenn die Ehe annulliert wurde, und dann gibt es hier dazu noch optional das Datum. Wobei das Heiratsdatum dann immer noch stehen bleibt. Was haben wir bei den Personen noch? Viele werden jetzt sehen, dass die Oberfläche bei mir anders aussieht wie bei Ihnen zu Hause. Ja, also für die Leute, die wir mit Legacy arbeiten, die haben hier, wenn sie es nicht angepasst haben, die Ansicht so: geboren, gekauft, gestorben, bestattet. Todesursache. Das ist die Standardeinstellung. Genauso ist die Standardeinstellung hier. Sieht so aus. Das ist der Standardbildschirm von Legacy. Ihr seht, man kann sich die Oberfläche so gestalten, wie man sie braucht. Ja? Indem man hier mit der rechten Maustaste drauf geht und auf Anpassen geht und kann sich dann hier die Felder auswählen, die angezeigt werden sollen. Ich habe das für mich gemacht und habe das dann eingestellt, dass ich geboren, getauft, Tod oder Bestattung angezeigt bekomme. Warum? Es gibt Kirchenbücher, da ist nur das Taufdatum drin. Bei mir ist es grundsätzlich auch in dem Fall als Geburtsdatum eingetragen, aber in neuerer Zeit natürlich nicht mehr. Deshalb, wenn ich kein Geburtsdatum habe und nur das Taufdatum, dann zeigt er mir das Taufdatum an und es steht dann hier in Klammern, sodass ich gleich sehe, aha, da habe ich nur ein Taufdatum. Da brauche ich gar nicht weiter schauen. Oder da habe ich nur ein Bestattungsdatum, wenn ich nur eine Todesanzeige oder eine Bestattungsnachricht irgendwo bekommen habe. Das Alter wird errechnet. Den ersten Beruf, den ich eingetragen habe, zeigt er an und den ersten Wohnort. Wenn ich mehr sehen will, gehe ich einfach drauf und da kann ich mir alles anschauen, was ich eingetragen habe. Ich kann 10 Berufe eingetragen, ich kann 20 Wohnorte eintragen. Es ist alles kein Problem. Da kennt das System keine Grenzen. Die Zuordnung der Quellen, die Symbolleiste hier ist immer wieder vorhanden. Ja. Alternative Namen können eingetragen werden. So, und also was wichtig ist, zu einem alternativen Namen. Ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Jonathan Jäger, den haben wir immer der Jodel genannt. Ja? Ich könnte jetzt sagen, okay, der Jodel. Speichern. Hol die Quelle dazu, wo der Jodel aufgeführt ist. Also da lässt sich die Quelle mit zuordnen und dann weiß man ganz genau, wo es gestanden hat. Ich gehe grundsätzlich her und vereinheitliche die Namen. Bei mir gibt es keinen Hans-Jörg, muss ich dazu sagen, vor 1876, also vor Einführung des Standesamts. Gibt es bei mir keinen Hans-Georg oder Hans-Jörg, sondern es gibt grundsätzlich nur einen Johann-Georg. Aus welchem Grund? Ich habe festgestellt, dass innerhalb eines Kirchenbucheintrages oft der Name des Mannes in zwei, wenn nicht drei, Schreibweisen geführt wurden. Ja. Einmal heißt er Hans-Jörg, dann heißt er wieder Hans-Georg, dann heißt er Johann-Georg. Ja. Und es ist immer dasselbe Namen. Bei dem habe ich gesagt, bei diesen Namen, die man so abgekürzt hat, nehme ich grundsätzlich den Johann-Georg und setze, wenn es ganz krass ist, ja, so wie jetzt hier bei Jodel,
setze ich die Alternativnamen und gebe die Quelle dafür an, wo dieser Name vorkommt. Wenn ich dann einen Personenbericht aufmache von der Person, ja, ist der Jodel mit benannt. Und wenn ich jetzt die Quelle dazu getan hätte, dann würde die Quelle auch im Bericht erscheinen, in den Quellenzitaten. Und wenn ich ein Bild dazu getan hätte zur Quelle, dann wäre das Bild auch noch dabei. Ich kann ja mal zeigen, was da im Endeffekt dann auch herauskommt, wenn ich eine Familiengruppe zeige. Das Bild von ihm, das Bild von der Frau, von den Kindern, wenn es dabei ist. Und hinten bei der Quelle ist dann auch ein komplettes Buch, kann nicht angezeigt werden, da ist nur das Symbol, dass da ein Buch ist. Aber die Einzelquelle, wenn es eine Einzelseite ist, wird angezeigt. Die kann ich einstellen, dass es sogar über eine ganze Seite hinweg angezeigt wird. Dann generiert er extra Seite. Das macht er dann auch. Das ist nachher bei den Ausdrucken, bei den Ausgaben, ist es flexibel einstellbar. Jetzt haben wir Quellen durch, haben wir Orte durch, die Personenerfassung haben wir durch. Aber wir wollen ja mehr tun, wie nur eine Person erfassen. Ja, wir wollen ja die Kinder erfassen und. Das mache ich mal wieder die Ansicht mit der fortlaufenden Liste, dass das wieder ordentlich aussieht bei mir. So. Dazu gibt es hier das Ding Person zufügen und dann kann ich sagen, der aktuellen Frau einen Ehemann hinzufügen, der aktuelle Mann eine Ehefrau hinzufügen, Kinder hinzufügen und. Ja. Oder ich gehe einfach mit der rechten Maustaste aufs Feld und sage hinzufügen, Ehefrau, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, kann ich alles aus dem Bildschirm heraus mit der rechten Maustaste tun. Das heißt, alles relativ einfach zu handhaben. Wenn ich sehen will, hat er Geschwister, sehe ich hier an den Symbolleisten. Er hat eine Ehefrau, er hat einmal Eltern. Es kann auch sein, dass da mal eine 2 steht, wenn Adoptiveltern da sind. Ja, wenn man, weil ich kann zur Person auch weitere Eltern zuordnen, also Adoptiveltern. Und ich sehe hier die Geschwister. Wenn ich jetzt auf der Person bin und möchte sehen, ja, wie heißen die Geschwister, rechte auf draufdrücken und dann habe ich die Namen. Oder ich sage einfach, ich will wissen, wann die geboren sind und was alles und kann dann die Geschwister durchblättern, indem ich hier auf den mittleren Steg gehe und kann die ganzen Geschwister dieser Person durchblättern und sehe dann immer die Familie, ja, wo sie hingesendet. Wenn ich wissen will, ob ich die Ahnen schon erfasst habe, gehe ich auf Ahnentafel und habe wahlweise 4 oder 5 Generationen kann ich auswählen. Bei mir ist grundsätzlich 5 Generationen. Das reicht mir voll. Wenn ich auf ein Feld gehe, wird eingeblendet, Geburtstag und. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, das machen wir nachher noch. Ja, ich sehe hier die Geschwister und dort sind die Kinder von ihm. Also das ist das, oder umgedreht ist eigentlich. So, das ist die Ahnentafel. Dann sehe ich von ihm bei Nachkommen die gesamte Nachkommen. Auch dieser Bildschirm ist anpassbar. Auch den kann ich wieder über Optionen in dem Fall einstellen, was ich da sehen will, wie viel das ich sehen will, mit Spalten anpassen, welche Spalten das da dabei sein sollen. Das ist alles machbar. Das sind also die Standardfunktionalitäten, wie in jedem anderen Programm auch. Also da unterscheiden sich die Programme eigentlich weniger. Was bei Legacy jetzt wesentlich komfortabler ist zu arbeiten, ja, ist, wenn ich gewisse Aufgaben mir gestellt habe, dass ich ein ganzes Kirchenbuch abgeschrieben habe und das überprüfen will, dann geht es immer her, ja, wie kriege ich jetzt eine Liste oder wo kriege ich die her, die ich dann auch noch sortieren kann. Das ist relativ einfach, indem ich mal über die komplexe Suchfunktion gehe. Wenn ich auf Suchen gehe, erscheint ein Bildschirm
wo ich nach allen Regeln der Kunst suchen kann. Vorname, Nachname, geboren, getauft, beide Geschlechter irgendwo im Feld oder exakt, lässt sich alles einstellen und er durchsucht die komplette Datei. Wenn mir das nicht rausreicht, gehe ich her und sage, so, ich gehe auf Detailsuche. Da kann ich jetzt aus allen Feldern, die es gibt, auswählen und sagen, okay, gib mir die Person, dessen Vorname oder Vorname der Mutter Maria heißt und wo er am 16.07.1958 geboren ist. Also ganz komplex, teilweise ganz komplexe Suchfunktionen lassen sich durchführen. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Doktorarbeit und zwei Magisterarbeiten, die mit unseren Dateien demografische Untersuchungen gemacht haben. Die zwei, die die Magisterarbeit gemacht haben, haben mit Legacy die komplette Auswertung gemacht. Das geht also wunderbar. Da kann man also ganz tolle Auswertung machen. Weil wenn man dann sich so eine Liste erstellt hat, gehen wir mal her, der Vorname des Vaters muss Johannes heißen, in dem Fall mal, und ein Geburtsort muss Steinenkirch rein. Lassen wir mal, suchen wir als zweite Bedingung. Mal schauen, ob man da was findet. Das ist jetzt eine ganz blöde Wahl. Und er findet tatsächlich 8 Personen, wo der Vater Johannes heißt und die Person in Steinenkirch geboren ist. Also wenn ich dann sage, suche weiter, dann kann ich sagen, nur diese Suchliste durchsuchen. Und jetzt kann ich mir wieder 3 verschiedene Sachen auswählen und dann durchsucht er nur diese Liste. Oder ich mache eine neue Suche und sage, zum vorherigen Ergebnis hinzufügen. Ja? Wenn ich nach unterschiedlichen Kriterien jemand eine Liste haben will, dann kann ich das so machen. Verschiedenes. Ja? Gib mir alle nicht verbundenen Personen und, und. Also es ist eine wahnsinnige Sache, das zu suchen. Fehlende Quellenangaben. Wo habe ich noch keine Quelle? Da komme ich nachher nochmal dazu. Ich habe wie jeder andere auch begonnen und habe natürlich bei meiner Arbeit das, was ich heute mache, nicht gemacht, dass ich die Quelle anlege, bevor ich Daten erfasse. Ja. Man hat einfach die Daten erfasst und wer das nicht gemacht hat, der lügt mich an, sage ich immer. Ja. Also jeder hat angefangen und hat seine Daten, die er wusste, eingegeben, ohne dass er eine Quelle hinterlegt hat. Und so ist es, geht es mir heute auch, dass ich immer wieder natürlich auch noch keine Quelle hinterlegt habe. Und jetzt gehe ich her und sage, such mir, wo ich noch nicht die Quelle zum Geburtsdatum hinterlegt habe oder zu dieser und zu jenes. Lässt sich alles suchen oder zur Ehe. Dann zeigt er mir, dann kriege ich da auch eine Liste und die kann ich abarbeiten. Die arbeite ich ab und jetzt gehen wir nochmal auf die fehlende Information, kann mir alle Personen suchen, wo ich keinen Sterbeort hinterlegt habe und. Ja. Volkszählung, das ist was Amerikanisches, das brauchen wir hier nicht. Ja. Ich habe ja gerade eine Liste erzeugt, jetzt fällt mir ein Mensch, jetzt habe ich gearbeitet, aber ich muss ja aus der Liste heraus nochmal was schauen. Dann gehe ich einfach auf Suchergebnis, dann macht er mir die letzte Liste nochmal auf. Dann kriege ich die nochmal. So. Um an diesen zu arbeiten, brauche ich eigentlich die Personen gar nicht öffnen. In der Namensliste, hier, in der Suchliste, kann ich bei allen Personen die Daten ändern. Egal, ob es Ereignisse sind, ob es Notizen sind, ob es die Familie ist, ob es die Quellen sind. Ich kann in dieser Liste diese Arbeit durchführen. Braucht diese Ansicht gar nicht verlassen. Ich kann also die komplette Liste abarbeiten und fertig machen. Das ist jetzt bei 8 Personen ist das relativ einfach. Ja. Wenn es mehr wird, dann habe ich ein Problem, weil ich irgendwann mache ich auch eine Pause oder muss schnell mal was anderes machen. Was tue ich da? Und da gibt es die ganz tolle Sache, dass ich hier mit 9 Markierungen arbeiten kann. Das heißt, ich erzeuge hier meine Liste und sage so, und jetzt markiere ich diese Liste. Ja, das waren jetzt
die aus Steinenkirch mit Vater Johannes. Es war jetzt eine ganz blöde Suche, aber mit Johannes als Vater. Aber ich mache das absichtlich so, dass man sieht, dass man eigentlich auch ganz blöde Sachen machen kann, die man im Grunde genommen vielleicht gar nicht braucht. Aber je blöder die Suche ist, umso besser merkt man sich, sucht die Markierung 2 aus, ja, und sagt, markiere mir alle in der Suchliste. So, jetzt habe ich hier 9 drin. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich da schon einen drin habe. Dann entmarkiere ich alle in der Suchliste, alle mit der Markierung 2, all. Und jetzt lösche alle bei Personen. So, jetzt ist es weg. Und jetzt sage ich wieder markieren, alle in der Suchliste, habe ich die 8. Schließen, die sind jetzt markiert. Man sieht es jetzt, hier haben wir Markierung. So, jetzt mache ich Pause, mache das Programm zu und denke, oh, wo hast du jetzt gearbeitet? Die Suchliste ist weg, ich habe schon zwischenzeitlich was anderes gesucht, aber ich habe sie ja markiert. Und jetzt gehe ich hier hin, hier unten rechts, heißt es, klicken Sie, um Markierungsnummern zu ändern. Wenn ich da klicke, kann ich jetzt sagen, Personen mit Markierung 2. Und jetzt kann ich die Personen, die eine Markierung 2 haben, kann ich jetzt durchblättern und kann daran arbeiten. Also ich bearbeite hier nur die Personen, die eine Markierung 2 haben. Diese 8 Personen sind da drin. Oder ich gehe auf Suchen, wenn ich die Suchliste wieder will, und sage, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da gesucht habe, wie ich die Liste zusammengestellt habe, aber ich weiß, dass ich mit der Markierung 2 war. Gib mir alle Personen, entspricht Markierung 2, Liste erstellen. Und siehe da, ich habe die Liste mit den 8 Personen wieder vorhanden und kann weiterarbeiten. Das ist was Schönes, aber ich habe zwischenzeitlich festgestellt, dass mir die 9 nicht ausreichen, weil ich ja relativ viel arbeite in der Datei und viele Sachen bearbeite. Jetzt reicht mir das nicht aus. Was kann ich noch tun? Und da gibt es die Funktion Hashtag suchen. Und wenn ich jetzt da mal drauf gehe, dann seht ihr, der Jäger hat wahnsinnig viele Hashtags gesetzt. Und ich habe mir lauter Listen erzeugt. Auswanderer von Gussenstadt sind 189. Auswanderer von Gussenstadt nach Frankreich 4. So. Und wenn ich die jetzt brauche, die Auswanderer nach USA zum Beispiel, dann gehe ich auf den Hashtag und sage Liste erstellen. Und ich kriege die 153 Auswanderer nach Amerika und kann in dieser Liste arbeiten. Wenn ich jetzt einen neuen finde, der nach Amerika ausgewandert ist, dann ist es relativ einfach, den zuzuordnen, indem ich nämlich einfach hergehe und sage Hashtag zuordnen. Und gibt dann an, der ist ausgewandert nach Amerika. Das kann ich aus dem Personenbildschirm heraus machen. Ja? Also der Thomas Dauner, der ist jetzt nicht nach Amerika ausgewandert, aber dem könnte ich jetzt zuordnen, ja, der ist nach Amerika ausgewandert. Und dann ist er automatisch beim nächsten Aufruf der Liste mit drin. Und diese Listen, die sind natürlich unheimlich gut für Aufgaben, die man sich erfüllen will oder die man in seiner Datei auch mal durchführen will. Ja. Ich habe hier zum Beispiel eine Aufgabe Umstellung Familienregister. Ich habe das Familienregister bisher als Ereignis, im Ereignisfeld hat, das will ich jetzt alles umstellen auf die Quelle. Ja. Also habe ich alle, das Familienregister angegeben habe, das sind 2555 Personen, die ich jetzt bearbeiten muss und das Familienregister woanders hinsetzen muss.
eine Arbeit, die machen wir so nebenher immer wieder mal ein bisschen was. Durch das, dass es in der Liste drin ist, geht mir keiner verloren. Oder ich will alle meine direkten Vorfahren haben. Und man sieht, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich habe allein 554, da oben links sieht man die Anzahl der Personen, allein 594 Personen, Vorfahren bei uns im Ort. Weil hier in dem Datei sind nur die Personen drin, die bei uns im Ort gelebt haben oder einen Bezug zum Ort hatten, in irgendeiner Weise. Es sind auch noch die bei älteren, also so im 16. und 17. Jahrhundert, auch die Eltern der eingeheirateten Männer oder Frauen, die sind teilweise auch mit drin. Aber bei neueren habe ich die Eltern für Eingeheiratete nicht mehr drin. So. Und man sieht auch, Legacy kann auch die Farbschemata. Jetzt kommt die Frage, kann ich auch sortierte Listen machen? Und die Antwort kann ich geben. Legacy kann innerhalb des Systems keine sortierten Listen ausgeben. Außer nach Namen sortiert, hier in der Personenliste, entweder nach Vornamen sortiert oder nach Nachnamen sortiert und innerhalb des Nachnamens dann nach Vornamen und nach Geburtstag. Das läuft, aber jetzt eine reine Liste nach Geburtstag und Ort kann Legacy nicht. Finde ich jetzt im ersten Moment etwas schade, aber ich habe mir überlegt, für was brauche ich denn das überhaupt? Meistens brauche ich ja solche Listen als gedruckte Liste oder zur Überprüfung, wenn ich ein ganzes Kirchenbuch bearbeitet habe, ob ich wirklich alle Personen habe. Und die kann ich mir ja auch erzeugen. Also erzeugen kann ich mir so eine Liste. Ich gehe wieder über die Suche. So, gehen wir wieder auf Suchen. Sag dann, gib mir alle Personen, die das Geburtsdatum vor 1900, weil das Buch 1900 endet oder vor 1899 endet, ja, vor 1900. Und nach Beginn des Buches ist das Geburtsdatum nach 1850, ja, weil es 1851 beginnt. Die andere Liste vor dem Suchlauf natürlich lassen und eine neue Liste erstellen. So, jetzt habe ich natürlich unheimlich viele Personen, das sind 3947. Wo habe ich jetzt den Fehler gemacht bei der Suche? Ich habe natürlich nicht angegeben, dass er auch im Geburtsort suchen soll. Geburtsort entspricht Gussenstadt. So, Geburtsdatum, das sind jetzt 50 Jahre, Liste erstellen. Jetzt sind wir immer noch bei 2053, ja. So, jetzt kann ich hergehen und sagen, druck mir eine Liste. Und da kann ich jetzt sagen, Name, Vorname, Geburt, das kann ich mir anpassen, was damit alles angedruckt werden soll. Ja, wieder über die Funktion, wie man die Einstellungen auch macht. Wie breit soll das Ding werden? Und sag, mach mir mal eine Vorschauliste. Und ihr seht, jetzt läuft hier ein Balken, der macht es relativ flott. So eine Liste. Und die zeigt er dann auch am Bildschirm an. So, jetzt habe ich eine Liste nach Alphabet sortiert. Schade, ich wollte es ja eigentlich nach Geburtsdatum sortiert haben, damit ich kontrollieren kann. Schließe ich, mache ich alles nochmal zurück. Wie gesagt, lasse ich einfach mal und gehe jetzt auf meine Einstellungen. Jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt gehe ich auf meine Datumsangaben
Und die Datumsangaben, die mache ich jetzt in der Anzeige auf Jahr, Monat, Tag. Speichere, mach zu. Ich habe also nicht die Grundeinstellungen komplett geändert, nur den einen Hinweis. Gehe wieder auf meine vorherige Suchliste. Die ist ja noch da. So, wollte ich. Vorherige Suchliste. Das waren die 2023 Personen. Gehe wieder auf Optionen, drucken. Und sage jetzt, mach mir eine CSV-Datei draus. Aus dieser Datei. Und erstelle mir diese. Und das jetzt Geburten 1851 bis 1899 in Gussenstadt. Speichern. So. In der Liste sind genau die Angaben drin. Und jetzt mache ich Excel auf, sage eine neue Datei, einfügen, Daten aus Textdatei in dem Fall, Downloads. So, Daten haben natürlich Überschriften, sind im Normalfall mit Kommas getrennt. So, und jetzt kann ich mir die Liste sortieren nach Datum und kann sie ausdrucken. So habe ich relativ schnell eine Liste mit, da habe ich jetzt irgendein Problem gehabt, da habe ich irgendein Feld nicht sauber getrennt, da muss man ein bisschen aufpassen beim Einladen der CSV-Datei. Aber geht relativ schnell, eine Liste zu erzeugen, die da sortiert wird. Die kann ich dann natürlich auch wieder drucken. Die Möglichkeiten sind da, nach allen möglichen Kriterien auch Listen zu erzeugen. Gut, durchgängige Bearbeitung. Auch diese Ansicht lässt sich auch ganz normal für die gesamte Datei aufrufen. Ja, Namensliste. Da kriege ich dann die 19.890 durch und kann dann sagen, jetzt suche ich einen mit Nachnamen M und der heißt dann Mutscheller, suchen wir mal alles, ja, mit Mutscheller. Und da kriege ich die ganzen Mutschellers mit Nachname, Vorname und dann innerhalb im Datum und kann dann durchgehen und kann schauen, was da mit der Person los ist. Gut, jetzt haben wir natürlich unheimlich viel Datenbanken zwischenzeitlich, in denen man suchen kann. Und jetzt hat Legacy, es gehört ja seit einiger Zeit MyHeritage. Aber die beste Anbindung hat Legacy eigentlich an Ancestry und an FamilySearch. Jetzt stelle ich nur mal kurz das Datum wieder um, dass wir wieder eine ordentliche Datumsansicht haben. So, jetzt ist das wieder ganz normal, die Ansicht. Bei FamilySearch ist es ganz einfach. Wenn ich FamilySearch in den Einstellungen angegeben habe, habe ich hier zwei Pfeile. Ich brauche eigentlich nur hier drauf drücken und dann macht er mir automatisch ein Fenster auf und schaut, ob er das bei FamilySearch findet, die Person. Das ist meine Person und das ist die bei FamilySearch. Und dann kann ich abgleichen, ob der das ist und kann sie dann auch hochladen oder runterladen. Ich arbeite mit dem gar nicht. Ich habe ein bisschen was gegen FamilySearch, aber das muss ich jetzt hier nicht erläutern. Ja. Ich arbeite hauptsächlich mit Ancestry, weil ich viel Auswanderer erforsche und deshalb suche ich auch auf Ancestry. Ich habe hier zum Beispiel den Georg Melchior Bosch. Wenn ich sage, bei Ancestry komm zum Suchen, sucht er mir den und er findet ihn auch. Und jetzt kommt das, was ich überhaupt nicht begreife. Ja. Dieser Georg Melchior Bosch ist nie in Gerstetten geboren. Ja. Aber bei Ancestry und auch bei FamilySearch steht das so drin. Und bei US Finder Grave auch. Ja. Nur da ist er sogar in Gingen geboren. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Die gleiche Person. Also, aber zum Suchen ist es natürlich hervorragend. Wenn man jemanden hat und weiß nicht, wo er ist,
dann kann man ihn natürlich auch ganz schnell finden in Amerika. Und wenn der Name nicht so geschrieben ist, dann kann man immer noch sagen, gut, jetzt probiere ich mal, ob der nur Melchior oder nur Georg geheißen hat in Amerika. Oder ob er Busch geschrieben wurde. Man kann ja alle möglichen noch wieder weitersuchen. Also das geht wahnsinnig schnell. Und so kann ich, und das ist das Schöne, das Internet viele Datenbanken durchsuchen. Ja, ich kann Ancestry durchsuchen, ich kann Genianet durchsuchen, ich kann Google durchsuchen, ich kann MyHeritage durchsuchen. Das lässt sich nach der Person. Und wie ihr hier seht, ich kann sogar unsere AFAQ-Datei, die wir haben, unsere Familienregister-Datei, die wir haben, auch die kann ich durchsuchen. Die kann ich nämlich mir einbinden, welche Datenbanken ich durchsuchen will. Die einzige, wo nicht geht, ist die Global Genet, wie heißt sie genau, die da einen so einen komischen Button hat, den man drücken muss, dass man suchen kann. Und der ist so blöd programmiert, dass man den nicht ansteuern kann. Ja. Die lässt sich nicht durchsuchen. Aber alle anderen Datenbanken können eingebunden werden, sofern ein Datum und ein Ort zumindest vorhanden ist oder ein Name drin ist. Also wenn ich nur einen Namen suche, das bringt ja nicht viel. Ja. Das ist also, man sollte schon zwei Felder haben oder so, in denen man suchen kann. Ich kann es mal zeigen bei meinem Jonathan Jäger. Wenn ich da auf Durchsuchen Internet gehe und sage AFAQ-Datei, ja, Familienregister-Datei und siehe da, wo ist er? Jonathan Jäger mit der Bihler Angelika, Familienregister 154. So, und dieses Familienregister 154, das kann ich mir jetzt im Archiv rausziehen und kann mir das anschauen. Wir haben das natürlich nicht digital bei uns auf dem Server, sondern diejenigen bei uns im Archiv oder bei unserem kleinen Server im Archiv, ja, wo man darauf zugreifen kann. Das ist unsere Familienregisterdatenbank, wo wir für alle Orte, wie wir bisher bearbeitet haben, die Personen suchen können. Über alle Orte oder auch direkt im Ort nach Personen. Das ist mal zum Hinweis. Also solche Sachen lassen sich mit einbinden. Ausgaben, Druckausgaben. Gut, Internet lassen wir mal weg. Das waren wir gerade. Suchen haben wir schon gemacht. Werkzeuge. Was für Werkzeuge haben wir denn? Wir haben jetzt so hinten rein angefangen und arbeiten uns nach vorne. Wir können zwei Dateien miteinander vergleichen. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und kann sagen, ich vergleiche meine Jäger-Nachkommen-Datei, die ich extra habe, mit der Datei. Und dann sucht er mir alle Doppelte raus, ja, wo ich habe da und da habe. Das ist also, das ist machbar. Oder ich kann potenzielle Probleme durchsuchen. Ja, über alle möglichen Einstellungen. Warnen, wenn Elternteil sowieso. Probleme, ja. Prüfung auf gültige Datumsangaben. Das ist sehr wichtig. Die meisten Abstürze, die ich bisher irgendwoher gehört habe, von Legacy, liegen daran, dass die Datumsangaben falsch eingegeben wurden. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang gesagt, dass es ein Multifunktionsfeld ist, das Datumangabe. Und das liegt daran, dass man auch von bis Datum angeben. Und da ist es wichtig, in den Einstellungen 5.7, erlaubt in den Datumsangaben sind nur Zeichen wie um, U-Punkt, U ohne, nach, Nachpunkt vor oder die hier angezeigten, ja, was Sie hier reinschreiben, die sind erlaubt. Wenn die Sachen kennen, dann haben Sie nie das Problem, dass das System abstürzt wegen einem Datumsangabe. Sobald Sie ein Fragezeichen reinsetzen oder sowas, dann haben Sie ein Problem. Also Zeichen, die hier nicht definiert sind, gehören nicht in ein Datumsfeld. Das ist wichtig zu wissen, weil irgendwo muss ja auch eine gewisse Regelung getroffen werden. Das sind also die Sachen, wo man aufpassen muss. Und solche Sachen kann man über das potenzielle Probleme regeln.
Dann habe ich einen Verwandtschaftsrechner. Ja? Wie ist, bin ich jetzt mit Jonathan Jäger verwandt? Ich kann mir da auch eine andere Person auswählen. Ja? Ah gut, das ist mein Urgroßvater im Fall, aber ich kann auch eine ganz andere Person nehmen. Schauen wir mal, wie bin ich mit, er muss ja nicht gerade Jäger heißen, der kann ja auch Mutschöller heißen. Nehmen wir die Mutschöller Angelika. Ja, die ist die sechste Urgroß, dann die sechs Generationen entfernt. So schnell macht er das und rechnet mir den Verwandtschaftsgrad aus. Warum macht er das jetzt in dem Fall so schnell? Weil ich von mir aus die Verwandtschaften gesetzt habe. Ich habe also mich genommen, das heißt Christian, der Rolf und der Willi Martin, so, und habe von mir aus Verwandtschaften gesetzt. Wenn ich da drauf drücke, kann ich sagen, okay, setz mir alle Verwandtschaften, die engste Verwandtschaft nur oder engste Verwandtschaft in direkter Linie, falls vorhanden. Und dann rechnet er für alle den Verwandtschaftsgrad aus in der Datei. Und ich weiß, mit wem ich wie verwandt bin. Das lässt sich also machen. Es gibt Funktionen wie erweitertes Lösen oder erweiterte Quellenzuordnung. Und jetzt sind wir wieder an den Quellen. Wenn ich mir gerade so eine Liste herausgezogen habe mit den Geburten von 1849 bis 1900, die in einem Kirchenbuch sind, und habe da die Quellen noch nicht zugeordnet, dann kann ich einfach hergehen und kann sagen, gut, die habe ich ja markiert mit 2, ja, mit der Markierung 2. Ich muss natürlich auch sagen, welche Quelle, dass ich dazu brauche. Weiter. So. Welche Quelle will ich zuordnen? Ich will die Taufquelle zuordnen. Ah ja, er will jetzt noch eine Datensicherung. Und dann kann ich auf einen Schlag, das mache ich jetzt allerdings nicht, auf einen Schlag die Quellen all den Geburten, die ich da ausgesucht habe, in der Liste drin sind, zuordnen. So kann man relativ schnell aus der früheren Zeit nicht vorhandenen Quellenzuordnung durchführen. Die Ortsdatenbank haben wir gemacht, Medienzentrale, Medienverknüpfungen. Ich kann jeder Person, jedem Ereignis überall Bilder zuordnen, jeder Quelle. Und von der Zuordnung her gibt es ein Bild zur Person. Ja, kommen wir zum Jonathan. Gehen wir mal auch hier auf Bilder. Das ist das Bild zur Person. Dann kann ich zur Geburt, zur Taufe, überall. Und man sieht, aha, zum Wohnort habe ich auch eins zugeordnet. Das ist das Häuschen, wo der gute Mann gewohnt hat. Und die kann ich natürlich auch in den Ausdrucken mit einbinden. Wir haben es ja vorhin schon mal gesehen. Wenn ich so einen Familiengruppen mache, wird das Häuschen dann auch mit angedruckt. Ja, sein Bild, das er wohnte, in dem Häuschen, seine Frau, sein Sohn ist drin, der eine. Und zu der Quelle auch. Also jedes Bild ist mit andruckbar. Sofern es auch richtig zugeordnet ist. Was ich nicht empfehle, ist zur Ehe ein Bild zuordnen. Ich habe das schon gemeldet, das druckt er nicht mit an. Da ist noch ein Bug drin, ja, also die Bilder zur Ehe druckt er nicht mit an in den Ausdrucken. Da hat es noch einen Fehler. Ich hoffe, dass sie den irgendwann mal in nächster Zeit rausmachen, wenn sie ein Ehebild haben. Ich habe mir beholfen, bei meinen Großeltern, wenn ich da die Familiengruppe aufmache, siehe da, erscheint auch ein Bild. Und das ist nämlich das Bild zur kirchlichen Hochzeit. In früheren Zeiten, die meisten haben nämlich keine Bilder zur standesamtlichen Hochzeit, sondern zur kirchlichen Hochzeit. Und da das ein Ereignis ist, konnte ich das auch zuordnen. Also ist es auch drin. Wenn man will, kann man vieles erreichen. Man muss nur wissen, wo man es dann setzen muss. Ja, und dann ist das Hochzeitsbild mit den Angehörigen auch drin. Zur Person, ihr seht, ich habe jetzt hier keine Paten drin. Es gibt aber die Möglichkeit, Paten zuzuordnen noch, das zeige ich auch noch, weil das vergesse ich immer, weil das so ein bisschen versteckt ist. Ich habe bei der Person, oder ich kann jedes Ereignis mit einem anderen teilen, ja. Das heißt, ich kann meine Taufe mit einer anderen Person teilen. Und dieser Person ordne ich eine gewisse Rolle zu. Und das ist in dem Fall Pate und Patin. Ja?
Ich kann aber auch sagen, okay, die Person ist noch nicht in der Datei, ja, weil das ist jetzt eine Ortsdatei, ja, der kommt aus einem ganz anderen Ort. Ich kann genauso gut nur den Namen einer Person eingeben. Ja. Ich brauche nicht die Verknüpfung, weil im anderen Fall ist er verknüpft. Auch ein weiterer Pate war der Traugott. Ja. Das schreibe ich jetzt einfach rein. Hämmerle. Und in der Rolle Pate. Oder sage ich, der Geistliche war der Traugott Hämmerle. Das kann ich nämlich auch angeben. Einstellen muss ich es natürlich dann schon. Eingestellt ist es bei mir grundsätzlich bei der Familiengruppe. So, macht er die Familiengruppe auf. Und was sieht man? Jonathan teilt es ein, ihre Taufe, Ereignis mit Brigitta Jäger, Patin Jonathan Jäger, Pate und Rogot Hämmerle, Geistlicher. Und beim Geistlichen sehe ich dann auch wieder, welche Taufen er durchgeführt hat. Das gibt natürlich dann ein Riesending hin, wenn die ganzen Taufen, die er durchgeführt hat, da drin ist. Wir nämlich das nicht unbedingt empfehlen, dass da in seinem Personenbericht dann die ganzen Taufen, die er durchgeführt hat, auch mit drin sind. Ja, also bei den Taufpaten, dass man sieht, wo sie überall Taufpaten war, aber den Traugott Hämmerle als Geistlicher überall einzutragen, finde ich dann schon ein bisschen überkandidelt. Ja. Aber es ist möglich. Ja. Es ist ja auch oft, es gibt ja manchmal auch so den Fall, dass es ein naher Verwandter ist. Ja. Dann ist es ja vielleicht manchmal ganz sinnvoll. Mich hat zum Beispiel die Tochter meiner Cousine getraut, ja, als Pfarrerin. Das war ihre erste Trauung, nachdem sie zum Pfarrer gekürt wurde. Ja. Zwar durfte sie mich damals trauen, als erste Trauung, wo sie durchgeführt hat. Also solche Sachen gibt es dann, sind dann auch möglich. Wir waren bei den Werkzeugen, gut, Verwandtschaften haben gesetzt, die Vorfahrenfarben. Ich bin hergegangen und habe es nicht bei mir gesetzt, die Farbe, sondern ich habe es bei meinen Eltern gesetzt, weil ich zwei verschiedene Farbmuster zufügen kann. Ich habe das erste Farbmuster meinem Vater zugeordnet, erste Vorfahrengruppe, ja, mit 4 Farben oder Nachfolge mit 8 Farben. Farbegruppe, Farbgruppe setzen, okay. Und die zweite Farbgruppe setze ich bei meiner Mutter. Die zweite Farbgruppe, Farbgruppe setzen. Und jetzt habe ich, wenn ich auf mich gehe und die eine Tafel anschaue, habe ich verschiedene Farbgruppen, die da durchlaufen. Gut, es bringt jetzt bei meiner Mutterseite nicht viel, weil es da im Ort aufhört. Da müsste ich dann jetzt in meine Familiendatei gehen, wo ich natürlich wesentlich mehr Vorfahren noch drin habe. Aber auf Vatersseite laufen die ganz gut durch, relativ weit zurück. Und man sieht, da läuft dann irgendwann auch mal eine Linie von meiner Mutter mit rein, dass es die gleichen Vorfahren sind. Und man kommt relativ weit zurück. Also ich komme bei den Jägers nur bis 1616 ungefähr zurück. Ja. Also man weiß nicht, ob er wirklich 1616 geboren ist, weil es dort die Kirchenbücher nicht mehr gibt, wo er herkommen soll. Aber in anderen Bereichen komme ich teilweise zurück bis 1474, weil wir dort eine sehr gute Aktenlage im Ort haben, durch das, dass wir sehr alte Lager, also Urbare haben, die sind das älteste ist von 1471, dann 1474, 1538 und da stehen die ganzen Nachfolger mit drin und meistens steht dann auch drin, dass es der Sohn war und so und da kommen wir also ganz, ganz schön zurück. Gut, das war Werkzeuge Vorfahren, Duplikate zusammenführen. Wenn Sie zwei Dateien zusammenführen, geht mit Duplikate. Duplikate suchen, können Sie einstellen, nach welchen Kriterien dass Sie suchen wollen. Ja. Und dann sucht er Ihnen die Duplikate. Da dürfte ich jetzt nicht allzu viel Duplikate haben. Ja. Gut, das ist jetzt wieder so ein Fall, Johann Georg Almendinger, da habe ich keine anderen Daten. Da zeigt er natürlich an, okay, könnte es der auch noch sein.
Und dann schlage ich einfach übergehen. Der ist es nicht. Die Katina Jäger und die Katharina Brücke kann es auch nicht sein. Also da lässt sich einiges machen. Man sieht auch wieder alle Daten zu den Personen, was dabei ist, und kann sie genau überprüfen und dann sagen, einfach verschmelzen, sofern es zu verschmelzen gibt. Ja, die ist jetzt gesperrt zum Verschmelzen in dem Fall. So, und wenn man die aufgerufen hat und sagt jetzt hier beim Abbrechen ja, dann behält er diese Liste und man kann jederzeit weitermachen. Man kann also auch in die Pause gehen und kann sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Mache ich nachher weiter beim Verschmelzen. Er behält die Datei beieinander. Was so ganz bei den Werkzeugen jetzt noch rauskommt, oft hat man jetzt an irgendeiner Person gearbeitet und Mensch, da sollte ich noch mal was machen. Wo ist jetzt die? Ja, wo habe ich die jetzt? Legacy erzeugt einen Verlauf, den lässt sich hier oben reinsetzen, ja, mit den Personen, die ich bearbeitet habe. Die Liste kann man sich ab und zu mal leeren, ja, und dann kann ich mir jederzeit wieder diese Person herholen, an der ich schon gearbeitet habe. Standardmäßig lassen sich 3 Personen hier unten einstellen oder eigentlich nur ein paar rechte Mausklick, ja, sagen, die Person will ich jetzt da unten jetzt drin haben. Nehmen wir mal die Brigitta, die will ich da rein, oder rechter Mausklick, und dann steht die Sidiona Falkniger hier drin, ja, sodass ich die mir jederzeit wieder herholen kann. Oder ich setze mir hier links unten ein Lesezeichen für die Person. Das sind die Lesezeichen, wenn ich da rechte Mausklick, ein Lesezeichen gesetzt, sodass ich die mir jederzeit wieder herholen kann. Solche Hilfen sind immer dabei. Man sucht sie ein bisschen, ja, die meisten lesen ja die Handbücher nicht durch, ja, und geht einfach mal her und geht auf der Oberfläche rum, macht einen rechten Mausklick, ja. Hier zum Beispiel gibt es auch das. Von dieser Person, die bevorzugten Kinder, also wenn die Ahnenreihe gesetzt wurde, die Vorfahren, dann kann ich hier jetzt runterspringen, bis ich im Endeffekt wieder bei mir bin. Meine Ahnenreihe, die direkte Ahnenreihe ist, kann ich wieder durch runterspringen. Und so springe ich nach oben, indem ich da oben einfach auf die Großeltern gehe. Was haben wir noch? Gut, Werkzeuge, Berichte. Also wir haben eine Unmenge von Berichten. Ahnentafeln, Familiengruppe, die habe ich schon öfters gezeigt. Also die Ahnentafel lässt sich auswählen, wie viele Generationen und wie viele Generationen das angezeigt werden. Ich gehe immer meistens auf 5. Und jetzt kommt hier eine Meldung, habe ich schon mal bearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich in meinem Fall unheimlich viel doppelte Ahnenlinien. Ja, weil in so einem Ort hat man öfters die gleichen Vorfahren. Da setze ich einfach die Zahl einfach mal relativ hoch, dass er weiterarbeitet. Und jetzt erzeugt er mir innerhalb von kürzester Zeit meine Ahnentafel als in A4-Format und sagt dann immer, also Fortsetzung Seite 2, Fortsetzung Seite 3, Fortsetzung Seite 4. Das ist so das Schnellste, was machbar ist. Dann dasselbe mit den Nachkommen, auch die Anzahl Generationen. Da sieht es dann so aus. Da kann ich die Bilder auch mit einbinden. Es ist immer hier unten Berichtsoptionen, da lässt sich alles auswählen, was ich noch mit angezeigt haben will, Notizen, Quellen, Bilder. Ja, was auswählbar ist, ist dann etwas fetter und nicht grau. Das lässt sich dann mit auswählen bei jedem Bericht. Personendiagramm habe ich schon gezeigt, eine Zeitlinie. Schauen wir bei uns die Zeitlinie mal an. Jetzt kommt natürlich wieder die Meldung. Vorfahren von Jonathan Jäger. Gut, wer sowas braucht, ich brauche es eigentlich ganz selten. Was für mich auch ein Vorfahrendiagramm ist, immer wieder dasselbe. Bei mir wird auch farblich wieder rausgestellt. Und dann auch das Abstammungsdiagramm, das heißt die direkten Vorfahren. Vom Jonathan Jäger die direkte Linie bis zum Johannes Jäger.
der da 1616 in Sürten in der oberen Pfalz geboren worden sein soll. Ja. Wer den Ort Sürten sucht, der wird ihn eigentlich nicht finden, weil da ist so eine typisch lokale Sprache drin im Kirchenbuch. Da heißt Sürten in der oberen Pfalz und Sürten in der oberen Pfalz. Wenn man in Bremen ist, wird man nie rausfinden, wo die obere Pfalz war. Dischingen. Und da ein Nachbarort ist Ziertheim und das nannte man damals die obere Pfalz. Diese Sachen, da muss man schon sehr viel lokale Kenntnisse haben, um sowas rauszufinden. Ja. Genauso gibt es bei uns den Fall, das hatte ich tatsächlich auch lange Zeit in meiner Datei, dass da Polen drin stand. Und steht auch so im Kirchenbuch. Und wenn jetzt Family Search oder die Ancestry dort Indexierungen abmacht, dann steht da auch bei denen Polen drin. Der Mann ist nie in Polen angekommen. Ja. Der Mann kam aus Bolheim, das man bei uns im Schwäbischen einfach Polen genannt hat. Ja. Und der Pfarrer hat Polen geschrieben. Also so Sachen findet man bei Family Search dann, dass der aus Polen stammt. Wobei der eigentlich aus Bolheim ist. Gut, Werkzeuge. Hammer, Berichte sind wir drin. Andere Berichte. Da gibt es Adressen, Ereignisberichte. Kann jeder sich mal durchsuchen, was er so da alles. Und es gibt seit neuestem ein Familienverzeichnis. Das ist so ein angefangenes Ortsfamilienbuch. Ich möchte es jetzt nicht aufrufen, weil das dauert ein bisschen, bis das alles erzeugt ist. Ja. Das ist so ein angefangenes Ortsfamilienbuch. Es ist noch nicht ganz so, wie wir uns ein Ortsfamilienbuch vorstellen, aber wenn man eine Ortsdatei hat, kann man so mal so ein Rohling eigentlich mal erzeugen. Wobei da das Problem ist, dass immer entweder alle machen und dann kommen die Frauen auch als eigener Satz oder man kann nur Männer, dann sind die ledigen Frauen wieder nicht dabei oder die mit unehelichen Kindern, das ist ein bisschen, da sind sie noch nicht so weit. Also das ist so eine Sache, wo sie noch viel Schmalz reinbringen müssen. Aber ich weiß ja nicht, was im 10.0 kommt. Momentan sind sie ja im 10.0 so am Arbeiten, was da kommt. Aber Statistiken, durchschnittliche Lebensspanne, ja, so Sachen kann man auf jeden Fall mal sich erzeugen lassen aus einer Datei. Und das ist auch immer ganz gut. Dann sieht man nämlich auch mal, wo man falsch lag, ja? Wenn man sowas hat. Wenn die Ehedauer sind wir jetzt gut. Ich habe jetzt Gott sei Dank keinen, doch ich habe einen 102-Jährigen, aber der ist wirklich 102 geworden. Aber wenn dann auf einmal 160 steht, dann haben wir irgendwo ein Problem. Ja? Aber man sieht, wir haben selbst im 17. Jahrhundert Personen, die 102 Jahre, 6 Monate und 15 Tage alt geworden sind. Das gibt es also tatsächlich. Den im 16. Jahrhundert, den würde ich jetzt mal ausklammern, weil da stehen 0 Monate, 0 Tage. Da ist wahrscheinlich beim Geburtsjahr nur ein Jahr angenommen und keine Tage. Aber sonst sieht man ganz klar, ich habe 10.000 Männer, 9.000 Frauen drin, 15 mit unbekanntem Geschlecht, die zumindest sogar einen Monat und 18 Tage alt geworden ist einer. Ja, das ist also sowas gibt es also gut. Also das ist ganz nett, dass man sowas mit ausdrucken kann. Wenn man nur einen Teil davon, dann kann man sogar eine Grafik dafür erzeugen, ja, also wenn man da drauf geht. Und dann gibt es die Veröffentlichungszentrale. Wie gesagt, machen wir vorher ein Vorfahrenbuch und ein Nachkommenbuch. Die gibt es in zweierlei Formen. Ich fahre meistens mit dem Erzählungsbericht so und da lässt sich unheimlich viel einstellen. Spielt einfach damit einmal rum, damit ihr seht, was da rauskommt. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Datei. So, vor 2 Wochen habe ich mal eine komplette Familie bearbeitet, die Familie Untersee. Und davon erzeuge ich jetzt mal ein Buch, ja, ein Nachkommenbuch. Da lassen sich unheimlich viele Sachen einstellen, aber ich zeige jetzt mal die Vorschau. Das sind relativ wenige Seiten. Jetzt dauert es ein Weilchen und das sage ich gleich, warum, dass es jetzt auf einmal bei Seite 11 stockt und eine Zeit lang nicht mehr weitergeht. Ich habe die
Quellenzuordnung gemacht und den Quellen auch die Bilder zugeordnet und drucke die jetzt in einem relativ großen Bildformat. Ja, jetzt hat er das fertig gemacht, sodass man die ganzen Nachkommen sieht. Ja, das ist jetzt so ein Nachkommenbuch mit den Daten, die ich einfach gefunden habe. Ja, da sind jetzt keine Ereignisse sonst mit drin, außer dass mal ein Beruf bezeichnet wird und so. Ein Bild ist noch mit drin, ja. Oder zwei, auch von dem Josef Untersee aus Amerika und sein ganzer Lebenslauf, den habe ich da mit drin. Ja. Und hinten habe ich jetzt die Quellen mit angegeben. So kann man sie nicht lesen. Ja, also da sieht man halt, dass eine Quelle da ist. Jetzt mache ich das ganze Ding nochmal mit der anderen Einstellung für Büchern und gehe einfach mal auf die Erzählform. Da habe ich nämlich eine andere Einstellung drin. Mache das nochmal. Das brauche ich wieder, bis er die Bilder aufbearbeitet hat. Also wenn Bilder mit drin sind, dann dauert die Aufbereitung etwas länger. Aber wenn man bedenkt, wie schnell das er so ein Büchchen zusammenstellt, wenn ich das alles von Hand schreiben würde, wäre ich länger unterwegs. Hat er jetzt was zu arbeiten. Aber ihr seht ja, ihr könnt eine Textdatei machen, ihr könnt eine HTML-Datei erzeugen, ihr könnt eine RTF-Datei erzeugen und ihr könnt eine PDF-Datei erzeugen. Wie macht das System bei allen Drucken gleich automatisch? Ja? Bildschirm und Drucker, ja? Und, oder dann auf gewisse Formate. Und das lässt sich über fast alle Ausdrucke so generieren. Also bei denen, wo es dann nicht möglich ist, da irgendeine HTML-Datei zu machen, die sind dann auch nicht freigegeben. Schauen wir uns das mal an hier hinten. Die letzte Seite. So. Und jetzt habe ich die so eingebunden, dass man die Quellen auch lesen kann. Ja? Das ist also das Katholisch-Schwäbisch-Gmünd-Eheregister von 1714, Seite 37. Und da taucht der Untersee zum ersten Mal auf. Ja. Sehr schwierig zu lesen, das ganze Ding. Oder das Taufregister. Das ist ein Seelenregister, da sind alle Personen aufgeführt mit ihren Kindern normalerweise. Da ist jetzt der Josef Untersee und seine Maria Kunigunde drin. Aber hier habe ich was Nettes. Das ist so ein seltener Fund, dass ich den jetzt einfach auch mal ein bisschen größer mache, damit ihr das auch mal lesen könnt. Also das ist 1780. Ich sehe mal warum. Richard Thomas Prosper, Afrikaans, Äthiopia, De Hohenheim in Württemberg. Also der heiratet eine Emerentia Untersee von Gmünd. Und jetzt kommt es los. Also er ist ein Moor aus Afrika, der zu Paris getauft worden und danach bei der Fräulein Gräfin zu Hohenheim in Württemberg im Diensten stand. Ja. Und dieser schöne Herr Prosper hatte dann mit der Emerentia 19 Kinder. Das ist doch was Schönes, ja? Man findet ihn auch relativ schnell mit seiner Emerentia. Ich habe hier jetzt keine Daten, ich weiß nicht, wann er geboren ist. Ja? Aber wenn ich auf den Richard Prosper gehe und sage, jetzt such mir mal den bei Ancestry, dann finden wir dieselbe Angabe. Also in Stuttgart gibt es gedruckte Kirchenbücher. Und da müsste man den relativ schnell finden. Auf die Schnelle finde ich ihn jetzt wieder nicht. Das ist jetzt immer gleich, ja, doch, da ist er. Da ist er. Sein Sohn ist es, ja, wo da gefunden wird. So, und da ist das gedruckte Kirchenbuch. Und da müsste hier oben irgendwo stehen und da steht er dann auch wieder als Kammermoor, ist er da aufgeführt. Thomas, da. Thomas Richard Prosper. In dem Fall steht jetzt nicht mehr drin, was er ist, aber in einem anderen Buch, auf einer anderen Seite, findet man ihn dann wieder als Kammermoor. Das ist das Schöne bei uns. Die württembergischen Kirchenbücher sind ja auch relativ viele bei Ancestry zwischenzeitlich drin. Da findet man es ein bisschen schneller wie in Archion. Und ich sage es jetzt nicht laut, Ancestry hat teilweise auch weiterführende Kirchenbücher drin, die Archion 1875 abschneidet. Nur zur Information für die, wo was suchen. So, das war
Berichte. Um ein ganzes Buch zu machen, ist es möglich, verschiedene Berichtsformen in ein Buch zusammenzufassen. Dann macht er auch ein Gesamtinhaltsverzeichnis. Also ich kann jetzt sagen, ich nehme auch ein Vorfahrenbuch. Dafür will ich ein paar Familienblätter mit drin haben von dem und der Person. Ich möchte noch einen speziellen Text drin haben. Ich möchte Chronologieberichte drin haben. Ich möchte ein Bildersammelalbum drin haben, damit die Bilder alle hinten noch im Buch erscheinen, die sonst nicht angedruckt werden. Und dann kann ich das komplett als Text, RTF-Datei oder PDF-Datei ausgeben und habe dann ein komplettes Buch. Es ist eigentlich so ein Family-Buchmacher mit drin, wo ich dann alle möglichen Gestaltungen mit einbringen kann. Gut, das war Ausgaben. Was haben wir denn noch? Ja gut, es gibt dann auch noch das Legacy Charting. Ich mache jetzt eine Sanduhr-Darstellung. So, in den Farben. Und sage jetzt hier noch, da tun wir jetzt noch 3 Generationen hinzu. Ja, habe ich jetzt also meine Urgroßeltern, meine Großeltern, mein Vater, meine Mutter, also ich fehle noch, also mache ich auch noch dazu. Das lässt sich natürlich auch machen. Ja. Ich kann dann auch gewisse Sachen noch komplett verschieben, ja, in der Ahnenlinie komplett, oder nur eine einzelne Person nach unten ziehen. Das lässt sich alles machen. Oder den gesamten Ding ein bisschen nach rechts schieben, dass ich hier einen Platz habe, wo ich noch Bilder reinsetzen kann. Das lässt sich alles auch machen. Das Einzige, was es nicht möglich ist, ist momentan, dass man zusätzliche Ereignisse wie den Beruf oder solche Sachen mit einblenden kann. Wir haben also nur, wenn man jetzt mal höher geht, das Geburtsdatum, das Heiratsdatum und das Sterbedatum jeweils dabei drin. Man kann den Todestag kann man noch einbringen oder man kann eine von bis Lebensspanne mit reinbringen, die Todesursache geht. Ja, das Bild lässt sich mit einbauen. Also das sind die Sachen, die man mit einbauen kann. Gut, sind wir da durch? Haben wir das? Also ich habe ja am Eingang die Frage gestellt, ist es ein Programm wie jedes andere? Es ist ein Programm wie jedes andere mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja. Also man hat einfach gewisse Möglichkeiten, die andere Programme nicht liefern. Ich selber habe 14 Programme auf dem Rechner und das ist das Einzige, das, wo ich für mich entschieden habe, dass ich am einfachsten damit arbeiten kann. Ja. Alles andere ist mir irgendwo zu umständlich. Und das sind ganz normal die Bearbeitung der Personen, Hinzufügung Personen, das kann ich alles über die rechte Maustaste machen. Da brauche ich nicht mehr viel rumtun. Was ich kann die Sicherungskopie machen, Dateiwiederherstellung, Dateiwartung. Die sollte man immer wieder mal laufen lassen, eine Dateiwartung. Da waren so Fehler ausgegeben, wenn man gerade was falsch eingegeben hat, wo man ein bisschen Probleme hatte, dass mal was hängen blieb. Die Datei unter einem anderen Namen speichern, ja, oder die Datei auch umbenennen, das lässt sich auch. Was haben wir noch? Oder auch komplett löschen, ja, also es ist mit Vorsicht zu genießen. Oder einfach auch eine andere Datei aufmachen. Ich habe soweit jetzt alles gezeigt, was ich zeigen möchte oder was es Möglichkeiten gibt von der Bearbeitung her. Es ist unheimlich umfangreich. Also es gibt ja eine Software, die wirbt mit 150 Funktionen. Die 150 haben wir hier alleine schon auf dem Bildschirm, ohne das, was dahinter steckt noch. Ja. Also da gibt es hier noch Sachen, Werkzeuge. Kopieren, wenn ich eine Quelle habe, ja, dass ich sie nicht immer auswählen muss, kann ich sie markieren und sagen, es wird nur die eine angezeigt und dann kann ich sie immer sagen, kopiere rein, zack, 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 nacheinander durch. Das ist alles machbar. Da ist also sehr viel, wenn ich jetzt an so eine Quelle herangehe, eine Hauptquelle zitieren, macht er die Hauptquellen auf, dass ich nicht alle sehe, ja, sage ich einfach, ich markiere die ich jetzt gerade brauche und sage anschließend nur die markierten. Ja, und dann habe ich nur die markierten
die ich da immer wieder brauche. Ihr seht, jetzt habe ich hier Altbote, Totenliste, Gemeinderechnung, Rechnungsbuch sowieso. Das sind die, die ich in letzter Zeit bearbeitet habe. Die kann ich jetzt eigentlich wieder rausschmeißen. Die brauche ich gerade nicht mehr. Die Totenliste, Altbote brauche ich eigentlich immer, die Zuordnung, weil das ist das Gemeindeblatt und wenn einer stirbt und das im Gemeindeblatt veröffentlicht wird, dann trage ich das immer ein. Also ich bin tagesaktuell bei den Sterbenden, bei den Geburten nicht, aber bei den Sterbenden, weil ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass ich für meinen Ort bis 1945 die Datei fertig mache und alle, die bis 45 geboren sind, werden auf jeden Fall auch noch den Sterbeeintrag kriegen, solange ich lebe. Und die danach nehme ich nur noch die auf, die Vorfahren vor 45 in Gussenstadt haben. Ja.